Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garden Productions, zu diesem Video. Wir sind mal wieder auf Tour und ja, nutzen natürlich immer freie Zeiten, um auch mal uns ein bisschen zu bewegen und ein bisschen was zu sehen von den Gegenden und so weiter. Und wir haben da irgendwas entdeckt, wo wir wirklich sagen, wir können es nicht ausmachen. Deswegen haben wir jetzt die Kamera angeworfen und werden mal schauen, jetzt wirklich 1:1 mit der Kamera, was wir da entdeckt haben. Wir waren noch nie an diesem Ort und werden schauen, was das ist. Auf dem tiefsten Wald. Ich denke mal eher, dass da die... Guck mal, da sind Fahrräder. Na ja, können wir mal kicken, ob die Typen da sind. Mal fragen, was unten sind. Was bauen die da? Ja. Haben wir noch gesehen. Jetzt, die bauen hier eine Bude. Die bauen hier eine Bude. Vielleicht werden wir gleich erschossen. Das ist halt schon so eine Art wie so eine Burg davor, oder? Oder bespuckt und geschlagen. Auf jeden Fall gehen hier mehr Leute lang. Ich glaube, die haben uns schon beobachtet, die sind gar nicht da. Ist ja egal. Oh. Guck dir das mal an. Hier wird auf jeden Fall was gebaut, eine Kultstätte. Eine Kultstätte. Guck mal, die kochen auch hier. Nicht, dass, nicht, dass hier irgendwelche Indianer wohnen. Über den Wunderlachse. Guck dir das mal an. Da. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden gerade. Ja, bestimmt. Da stehen nämlich Fahrräder und wir werden beobachten. Und die kennen auch die Ecke, die wissen, wo sie sitzen können. Ich sehe das mal an, hier mal wirklich da unten, die komische Tische da. Meinst du, die bauen eine Bude? Guck mal, hier haben sie sogar einen Baum aufgestellt. Zumindest hat das was Rituelles, oder? Ja, ja, sag ich ja, das habe ich vom Weiten schon gesehen. Aber die Fahrräder müssen ja jemand gehören. Also, das sind alles hier im Schädel vom Wildschwein. Vom Wildschwein? Ja. Meinst du, das sind die Jäger? Keine Ahnung, was für Typen jetzt hier sind. Aber schon ein bisschen komisch, oder? Sind das junge Menschen? Na, guck mal, die hängen ja hier alles auf. Die hängen das ja alles gezielt auf. Ja. Es wird mit Moos hier zugemacht. Was mich eben unsicher macht, dass da zwei Fahrräder standen. Ja, das ist denn Pilzen oder sind wirklich hier um die Ecke? Aber warum denn so offen? Guck mal, das ist ein Kult mitten in diesem Kreis jetzt hier. Wurde da so eine Pflanze gepflanzt? Das war schon immer da wahrscheinlich. Und sie haben die Steine was rumgemacht? Ja. Ich hab hier drüben was gehört. Meinst du, das ist ein Stück, das machen? Aber dann wäre doch der Hund schon losgerannt, oder? Ja, wenn ich jetzt hier bin. Das sieht mir zu professionell für Stifte aus. Guck mal, die großen Dinger da, das machen keine Kinder. Aber wir machen hier extra noch einen Graben. Okay. Das machen keine Kinder. Guck mal hier, warum macht man hier so einen Graben? Mhm. Weißt du, das hat schon mal bei... Ja, Klaus, du kannst bellen. Das hat schon mal bei was Rituales, was Kultiges irgendwie? Ja, es ergibt eindeutig einen Kreis, aber wenn ich mir diese großen Dinger hier angucke, haben das keine Kinder gemacht. Naja, ich habe ja schon gesehen. Was ist das noch? Also diese Knochen sind auf jeden Fall vor kurzem erst. So sind die beiden. Und die wollen hier einen Film drehen? Ich habe was abgekriegt. Ich habe was abgekriegt. Hey Klaus, warte mal. Und das sind auf jeden Fall, das ist ein Schädel, der nicht vom Wildschwein kommt. Das Ding ist, da müssen wir ein bisschen beobachten. Wenn, dann sitzen sie ja hier irgendwo. Ja, schön, ein bisschen komisch. Vielleicht sollte ich mal eine Visitenkarte hier lassen. Ich weiß nicht, was das ist. Das machen auf jeden Fall keine Kinder, aber guck dir erstmal an, das ist ja alles hier. Ja gut, aber ich meine, also noch Kinder wachsen, oder? Das ist zu schräg für Erwachsene, oder? Das ist doch eigentlich zu schräg. Ich weiß es nicht. Was? Na, für Jugendliche ist es aber auch zu schräg. Ich wäre hier nie drauf gekommen, hier eine Bude zu bauen. Das sind zwei Fahrräder, das waren zwei große Fahrräder. Mensch, die sind in die Pilze. Gibt's hier Pilze? Ja. Vielleicht sind sie da rum, um Material sammeln. Aber zumindest ist es so viel zu öffentlich, oder? Oh.
Ist so öffentlich, ja. Also du kommst von der Straße und siehst dich da. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt alleine hier fahre, hätte ich gedacht, hier fährt der Zug hinten lang. Ich hätte das jetzt gar nicht so erkannt. Okay. Ja. Ich wäre jetzt auch nicht selber hier gucken gegangen. Guck mal, hier liegt Klebeband. Das könnte ein Lager. Das könnte ein Lagerlogistiker sein. Wie alt könnte man die Bäume also, einschätzen? Also die Bäume sind geschnitten worden. Ja, aber wann? So alt ist das noch gar nicht. Nein. Das kann. Die Frage ist ja auch, wo. Jetzt hast du den Kult kaputt gemacht. Nein, ich meine. Leg bloß die Stellen daran. Ja, Mensch, hör mal die Kekse und ziehen. Was knackt denn mal hier? War kein Cannabis, Alter. Die Frage ist, wo haben die Knochen her? Also der Hund wäre doch schon losgerannt, wenn er kommt, oder? Die liegen im Wald, wa? So viele Knochen liegen hier im Wald? Was hier? Mau am. Ich hab was in den Hals gekriegt. Ja, ja, ganz schlimm. Gib mal, mau an. Also sind Kinder, die kommen auch bloß hier durch. Mau an. Aber die Dinger haben sie geschnitten. Haben sie abgemacht, hier vorne. Das ist so ein Kinderplatz. Was ist denn da drin in der Tüte? Ja, guck dir mal die Tüte an. Das sieht nach Kaufland aus. Guck mal, was haben denn hier? Man will ja nicht kaputt machen. Nein, ey, lass mal nicht kaputt machen. Aber weißt du, was da drin ist? Warte mal, da muss einer da durchgehen. Ich geh da nicht durch. Na, ich geh mit mir hier kommst du durch. Hier kommst du durch. Nee, nicht. Na klar. Jetzt hör mal auf. Den stellen wir. Ja, greif durch da. Hier kommst du durch. Pock. Punkt. Klaus. Noch mehr Knochen? Ja. Also bringen Sie die von zu Hause mit. Nö, nee, die gehen ja sammeln. Die gehen hier sammeln. Das sind viele Knochen hier in den Wäldern, die du finden kannst. Krass. Meinst du? Ja, ne? Ich denke mal, das sind so Jägersöhne. Die werden sich hier einen Graben bauen und da sich reinstellen und dann schießen wollen. Kann sein. Ja, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall schon mal wieder was. Das werden wir auf jeden Fall noch mal beobachten. Ich hätte mir so eine Bude damals gewünscht. Wir hatten andere Buden, die waren viel kleiner. Wenn man sich mal überlegt, die Zecken. Man hatte damals keine Zecken. Man hat erst heutzutage, wenn man im Wald geht. Du hast schon recht. Guck dir mal diesen Kopf von diesem Milchschwein an. Das ist ein großer Keiler gewesen. Das ist schon ein Prachtstück. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal hinterfahren, wenn wir nachher herfahren, werden wir sehen, ob die Räder noch da stehen. Die sind dann weg. Hoffentlich stehen unsere noch da. Haben wir das hier hingelegt? Was? Nee, das lag vorhin durch uns. Das lag schon. Das sind junge Freaks. Meinst du, die bauen hier noch ein Dach auf? Nee, aber hier jetzt auch geil, müsste ich meinen Power machen können. So mitten in so einem Kultplatz, Alter, wo die Knochen hängen. Hier bloß so rein, kurz vor die Knochen gestellt, weißt du? Wäre auch geil gewesen. Bei Gewittersturm hält das nicht, aber... Ich muss jetzt mal auch dazu stimmen. Und wozu filmen Sie das? Bei Gewittersturm hält das, geht das nicht? Nee, also bei leichten Regen. Wozu filmen Sie das denn? Das ist ein Kult, ist das? Kennst du diesen komischen Kanal von diesem Garten-Production-Scheiß? Ne, den kennt er nicht. Also, da haben wir den Kultplatz, muss man ja eigentlich sagen. Es war ein Kultplatz jetzt gesehen. Und wir können kurz sagen, was man in dem Film jetzt nicht gesehen hat, dass in der Tat die Bauherren noch aufgeschlagen sind und uns gefragt haben, was wir da machen und so weiter und so fort. Wir haben uns da noch ein paar Informationen eingeholt. Wie alt kann man die Jugendlichen schätzen, die es gebaut haben? Ich sag mal 13, 14. Es war echt Zufall jetzt gewesen, dass die jetzt gekommen sind. Und das finde ich relativ interessant. Dach. Wie ich das die Frage gestellt habe in dem Video, glaube ich habe es ja gefragt gehabt, wird man nicht bauen auf dem Teil. Die ganzen Knochen, die da gesammelt wurden, das haben die gefunden irgendwie. Also Bauhaus ist es nicht, wa? Es ist schon eine schöne Architektur. Also ich fand es auf jeden Fall toll und die wollen natürlich nur auch ihre Anonymität haben. Ja, waren und wollen natürlich nicht, dass wir sagen, wo das war. Ja. Deswegen freuen wir uns, dass wir Gäste sein durften. Wir durften sogar, weil wir sind ja irgendwie
über eine Falle sind wir reingegangen, so wurde uns das dann gesagt. Da, wo wir reingegangen sind, das war eine Falle gewesen. Am Hinter, da sind oben rot-weiße Stricke. Und wenn da jemand kommt, weil die Bude wahrscheinlich oder angeblich ja schon mal zerstört wurde, ja, ist das eine Falle, wo dann die ganze Mauer runterkommt. Fand ich krass. Und wir wurden dann wirklich über den Hauptweg nach außen entlassen. Und ich denke, das ist eigentlich schon eine Ehre, oder? Das Schöne ist einfach, dass es auf jeden Fall so eine Freaks gibt, oder? Immer. Ich meine, wir hatten damals Buhn, du hattest sicherlich auch. Ja, natürlich, natürlich. Sie zu Hause hatten wahrscheinlich auch Buhn gehabt. Und wir wollen die natürlich auch in Ruhe lassen. Und gibt es noch was Wichtiges, was ihr sagt? Mit dem Kram. Also man darf auf jeden Fall auch mal Chapeau sagen. Super. Die haben zu dem Kram noch was gesagt, ich hab's vergessen. Es war eine Falle, die wollen sie mit Moos überdecken, dass man rinfällt. Aber ja, ja, alles fein. Aber es ist ein schönes Areal. Und ja, toll gemacht. Die werden auf jeden Fall auch weiterbauen. Ja. Und wir wünschen den Jungs viel Erfolg. Ja, logisch. Hör mal. garten-productions.de, da wo Buden aufgedeckt und wieder verlassen werden. Wir waren Gäste und Sie waren unser Gast in diesem Video. Das freut uns. Ja. Tschüss, bis dann. Toll gemacht. Super.